Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition Enderal. Ja, und wir machen immer noch weiter hier und ich habe heute eine Strategie oder eine Strategie, die ich versuche zu machen. Ich werde erst Nebelheim hier machen, diesen Weg hier entlang gehen, halt in diesem Tal, was man hier sieht. Bis wir dann hier sind, das hier machen und dann am Ende hier noch in diese Kuhle reingehen. So, das ist so mein Weg, den ich so geplant habe. Versuchen alles in diese Folge reinzupacken, dieses Tal. Es sei denn, es ist irgendwas Megamäßiges dabei, dann müssen es halt mehrere Folgen werden. Geht's halt auch nicht anders. So, aber nichtsdestotrotz, versuchen ist es wert. Okay, das erste war jetzt schon mal zum Beispiel einfach. So. Gehen wir doch mal auf die andere Seite von diesen schönen Wasserfall. So, die zweite Eisklaue-Pranke ist doch auch mal. Na, doch auch mal geklappt, würde ich sagen. So, oh mein Gott. Ich denke, das ist da über dem Wasserfall. Deswegen reise ich direkt auch mal nach Nebelheim. So. Wozu ich auch dich hier nutzen werde. Heilige Maria. Ich muss sie irgendwie vorsichtig entlang. So. Puh. Die Frage ist, das könnte natürlich wirklich da unten sein, ne? Ich muss es ja eigentlich auch. Das heißt, ich muss nochmal zurückreisen, dann vermutlich nach Nebelheim. Später mal. So. Eieieiei. Warte mal. Okay. Achso, ich habe noch nicht wieder das volle. Weil mit diesem Zauber können wir ja, wie wir ja wissen, unseren Schaden, also den erlittenen, drastisch reduzieren. Also ich brauche einen Trank. Einen ganz dringenden. Wenn ich nicht gerade sterben will. Oh, vielleicht sogar zwei. Wow. Vorsichtig, Schätzchen. Ganz vorsichtig. Puh. Aber scheinbar ist das wirklich hier unten. So, hier ist kein Ort, ne? Nö. Das wäre auch zu einfach gewesen. Und das muss immer noch da unten sein. Aua. Da sehe ich es. Okay. Okay. Und wieder hoch nach Nebelheim. So, jetzt kann ich mich auch irgendwas essen. Hier so ein Brot.
Weil jetzt bin ich, ja, bleibe ich erstmal auf dieser Ebene quasi. So. Irgendwo hier, klar, hätte man eigentlich drin denken müssen, ne, dass hier in Nebelheim mehrere Dinger versteckt sind. Hätte man sich eigentlich denken können. Als man die Mission gemacht hat, warum sind hier Gegner? Welche genau sind es? Arps? Okay. Höchst interessant. Aua. So. Warum ist der Himmel eigentlich so rot auf der Karte? Guckt euch das mal an. Na gut, das könnte wieder hier im roten Wahnsinn liegen, ne? Aber war das schon immer so rot, der Himmel? Seit das mit diesem roten Wahnsinn etc. alles bekannt war? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. So. So. Irgendwo hier muss doch noch einer sein. Hier rechts von mir. Ah, hier geht's raus irgendwo. Dann kann ich mir das mit diesem dämlichen Springen sparen. Was bei diesem Charakter ja eh ja nahezu aussichtslos immer wieder ist. So, zwei magische Symbole auf einmal. Quasi. Okay. Wo genau? Eins da. Die Frage ist natürlich, wo ist da und da? Also da ist irgendwas, wo ich reingehen muss. Nebelheimer Kanalisation. Hi. Da sehe ich das andere. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da hoch? Da ich aber kein Mensch bin, der so viel Zeit mit solchen Fragen beschäftigt, weil ich wahrscheinlich einfach hier hätte runterspringen müssen und das dann vorher wissen müssen, ja. Also die Kanalisation. Das ist auch das nächste, okay. Sewers heißt das in Englisch, stimmt. Die letzte Kanalisation, wo ich war, war ja riesig, ne? Ey, es ist Unge! Ungeabt! Ja, du bist wieder... Weiß ja nicht genau, wie man dich nennen kann. Was ist das? Erstmal können wir ja gucken, wo in dieser Kanal... Ach du Scheiße. Hi. Frostwind, naja gut, das ist jetzt alles eher langweilig, was da drin ist. Groschen, okay. Weil mich mittlerweile das ja auch nicht mehr viel weiterbringt. Das ist von der anderen Seite blockiert. Okay. So, was haben wir hier? Oh. Gefängnis.
Nee. Wo müsste ich denn rein? War das hier? Ah ja. So. Aber hier ist doch gar nichts. Ach nee, jetzt habe ich diese Kack. Wollte ich nicht. Weißt du, ich lese erst behinderter Kyras. Wow. Okay, das war ja eher nicht so ergiebig. Kann ich mein Ding schleifen? Nö. Scheinbar nicht. Gut, die Klippe von Nebelheim haben wir. Haben wir geschafft. So, Myranturm. Von da aus kann man weitergehen, würde ich sagen. Ach ja, ist das schön, ne? Ja, einfach hier runter, würde ich sagen. Dann ist da nämlich auch irgendwie eine Markierung, die mir vielleicht sagt, da muss ich nicht rein, aber da will ich rein in die Nebelmine. Und vielleicht ist da ja irgendwas Wertvolles drin, was wir gebrauchen könnten, aber nicht mehr gebrauchen werden, weil wir eh schon am Ende der Story sind. Wow. Hi. Die wieder. Echt? So, wieder diese Bücher. Außerdem gibt das wieder Erfahrungspunkte. So. Und die sind bekanntermaßen sehr wichtig. Und ich bin wieder hochgekommen. Ich hasse diese scheiß Eismagie, ne? Gut. Gesagt, getan. Da kann man einfach mal nicht sagen, ich bin kein Mann der klaren Worte. So. Mittlerweile denke ich mir so, erst machen, dann reden. Ja, da ist eh nichts drin. Sage ich einfach mal. Hier ist ein Loch. Wo komme ich da raus? Hi. Wer ist da? Hallo, ich hab was gefragt. Okay. Shit, das gibt wahrscheinlich Arcanistenfieber, ne? Hallo? Ja, aber eigentlich ist hier nichts weiter Besonderes. Wo ich jetzt sagen müsste, deswegen müsste ich hier sein. So, das war so eine ganz normale Standardmine von Skyrim. Nichts Besonderes. Nix. Wandmelder. Na wunderbar. Mal wieder. So, was wollte ich sagen und nicht tun? Ich wollte die Dinger hier. Da ist eine Eisklaue. Vermutlich hier auf dem Berg, ne? Über der Mine.
Oh, hi. So. So, irgendwo hier? Was ist das sein? Da. Immer noch nicht. Hä? Direkt hinter mir? Ah! Ui. Okay. Gut. Kehlsteinholzwerk. Okay. Ach, guck mal, Pyräische Kristalle, manchmal Seelensteine genannt. Ja, da haben wir dann eine Skyrim-Anekdote. Oder nicht? Doch, ich finde schon. So. Da muss ich einfach nur wahrscheinlich hier rein, ne? In die Swordstone Woodmarks. Die Frage ist, was soll ich hier finden? Und wo? Eine Eisklaue. Okay. Ich würde jetzt mal vermuten, ich war hier schon mal. Hi. Das ist immer erst lustig, ne? Wie da steht, sprechen, also ansprechen und dann, ja. Ist das so? Hier, ja, hallo, war ich hier schon mal. Ich habe hier den Schlechter von Ark vorgelesen, den ich hier gerade eingesammelt habe. Ja, ganz hundertprozentig. So sicher war ich mir noch nie. Ja. Das ist okay. So obvious. Hi. Oh. Ja. Da muss ich auch gar nicht weiter gucken. Hier war ich schon. Überall. Ich habe nur die Eispranke nicht gefunden. Ich weiß noch, hier habe ich eine ganze Folge gehabt, wo ich darüber gelesen habe. Also gut, das ist meistens so gewesen, dass ich eine ganze Folge habe, wenn ich einen Schlechter von Ark lese, weil diese Bücher so arg lang. Hast du den Wortwitz gemerkt? Hm? Okay, ich fand den lustig. Aber, na gut, okay, war vielleicht nicht so lustig. Immer diese Erdbeben, wenn ich hier rauskomme, ne? Beunruhigend. So. Wow. Ist das hier richtig? Hier ist eine Sackgasse. Ich glaube nicht, dass es richtig ist. Na wunderbar. Das ist wieder so ein Punkt, da frage ich mich, warum. Ich muss wahrscheinlich einfach nur hier irgendwo rumgehen, um dann da hochzukommen, glaube ich. Das ist nicht so kompliziert wie an den anderen Stellen. Das ist auch gut so. Ja, einfach hier hoch. Das sieht exakt so aus wie in der Talmurischen Botschaft gerade. Sehr lustig. Exakt. Nee. Ey! Oh, hi! Ey! Und ein paar Verlorene noch. Natürlich. Man kennt's.
Ey. So. Man kennt es, man riecht es, man spürt es. Oh, da ist noch ein Nürnwurz. Eine massive Truhe. Die sieht so prädestiniert aus, die muss ich knacken. Okay, die ist machbar. Okay, irgendwo dazwischen also. Okay, vielleicht sogar noch weiter. Ah, sieht aber gut aus. Aha. Hat sich's gelohnt? Nein. Natürlich nicht. Also da mache ich einmal so einen Scheiß auf und dann lohnt sich's nicht. Lass mich raten, hier ist die Pranke ganz oben. Nö. Ah, hier habe ich da so eine Rolle, ne? Da. Ah, okay. So funktioniert das. Gut zu wissen. Das ändert nichts an der Tatsache, dass ich noch... Oh. Na gut. Ich muss trotzdem noch hier weiter hoch. Aber das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr stringent aus, sagen wir es mal so. Dass es mich das zum Ziel führen wird. Hallo! So. Ach, nicht schon wieder. So. Ich hasse diese Dinger! Wo sind die anderen? Ach, da. Ich hasse sie so abgrundtief, ne? Das sind so richtige Dinger, die kannst du einfach von der Erde löschen. Und es würde sich kein Mensch, kein Richter der Welt würde das sagen. Weißt du? Riesenpilze sehen immer gut aus. Muss man einfach mal so eingestehen. Jetzt ist die Frage, wo muss ich hingucken für dieses Ding? Hier. Wie komme ich da hoch? Interessanterweise weiß ich das nicht. Aber guck mal, das sieht doch gut aus, oder? Hä? Hi. So. Ne, hier ist kein Hochkommen. Ist hier was anderes vielleicht irgendwie? Auch nicht. Hier ist kein Hochkommen irgendwie, dass man da drauf könne. Ich muss da irgendwie anders hochkommen.
könnte echt nicht sagen, wie. Nee, das funktioniert auch nicht. So, hier sind wieder zwei Dinge, mit denen ich mir helfen kann. Einmal ein magisches Symbol, nicht schwer. Und eine Eispranke. Wahrscheinlich auch ebenso gleiches Schema. Ja. Okay, 100 Stück haben wir schon mal. Okay, wie kann ich da hoch? Nee, das ist kein Hochkommen. So vielleicht irgendwie. Also komme ich ja auch nicht weiter, ne? Wo bin ich denn jetzt laut dieser Karte? Okay. Boah. Wow. Frage ist, von wo komme ich da hoch, ne? Hi. So. Nachtschatten, hier ist ein magisches Symbol. So. Und ich weiß nicht, wie ich da hochkommen würde. Hätte ich es jetzt nicht so gemacht. Was? Ich habe zwei Handwerkspunkte und zwei Lernpunkte und einen Erinnerungspunkt bekommen. Was? Und dann ist da oben auch noch ein Ding. Okay. Erstmal will ich wissen, was dieses Haus hier ist. Einfach stehen bleiben, das geht natürlich auch. Arps, okay. Verlassener Hof. Na. Ei, ei, okay. Hier ist nichts direkt, aber wenn ich hier halt diese Kante entlang gehe, dann sagt mir mein Verständnis. Theoretisch könnte da gleich was kommen. Auf der linken Seite, wo ich reingehen müsste. Ein Eiterkäfer, natürlich. Habe ich hier einen Chaurus. Natürlich. Oh. Das regt mich immer so auf, ne, sowas. Dass er das einfach nicht kann. Dass er da einfach zu blöd für ist. Blödkämmer sei er, ey. Boah, ich weiß nicht, wie ich hier reinkomme. Wo ist das? Ist es hier unten? Nee. Anscheinend irgendwie direkt hier.
Arp. Hi. Was ist das hier? Scheint so zu sein. The water hieß more. Okay. So, dann gucken wir doch mal hier, ne? Nach, was haben wir hier alles? Also, eine Eisklaue und ein magisches Symbol. Okay, das sieht relativ gerade alles aus. Fallmeer heißen die in Skyrim, oder? Fällt mir gerade mal so ein. Habe ich ein verbranntes Buch aus der mitgenommen? Ja. Den Smaragd kann ich gerne behalten. Okay. Magisches Symbol, Eisklaue. Okay, das war nicht schwer. Zimmerlacht wollte ich nicht. Lohnt sich halt einfach vom Gewicht her nicht. Da ist die Treppe. Okay. Was haben wir hier noch? Hängemoos. Ein Arp. Trankmischer-Rucksack, okay. Eine Seelfalle. Aber nichts sonst, ne? Ich hätte jetzt gedacht, da wäre mehr. Hm. War wohl falsch gedacht. Ab zurück in den Flüsterwald, da sind wir ja wieder. So. 32, eieieiei. So, das Ding ist, ich werde diese ganzen Erinnerungspunkte, Handwerkspunkte, Lernpunkte, werde ich alle erst nachher einsetzen, vorm Finale, so als Special. Ich kann dann Rosa trinken. 35, wie war das? Ich wollte das alles in all dieser Folge reinpacken. Das, wird vermutlich nix. Dem hier noch und diesen hier. Das wird wahrscheinlich zu lange dauern. Ne, ich mache einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.